Yo, get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Wir sind in Leonidio ein bisschen aus der Übung gekommen, was die Routenplanung angeht. Haben uns jetzt aber mal hingesetzt, nochmal mit Reiseführer und auch, klar, anhand von Internet, um zu gucken, was wir denn auf dem letzten Zipfel vom Peloponnes, der für uns ansteht, uns noch anschauen wollen. Starten werden wir in Nafplio, da in die Richtung geht es auch heute. Und dann werden wir uns morgen die Stadt angucken, vielleicht auch das Castle. Und dann schauen wir weiter. Was waren denn deine Favorites? Ich würde gern dieses Akro-Korinth mir anschauen. Ja, habe ich markiert. Ich glaube, das ist so eine alte Befestigungsanlage, sowas ja. In der Art. Und dann, das ist eigentlich die alte Akropolis von Korinth, ja. Ja, genau. Und dann gibt es da so ein, ich glaube, Didymas Cave. Ja. Ja, das ist irgendwie so ein, ich habe das eben auf dem Handy geguckt, das ist irgendwie so ein ganz krasser Krater-Cave. Sieht total interessant aus. Ja. Also sie irgendwie, stand auch irgendwas, sieht aus wie so ein Kolosseum, so ein natürliches Kolosseum. Ja. Also ich würde gerne Metana mitmachen, die Halbinsel. Da würde ich gerne zu dem Vulkan. Das ist... Da, die 18 und die 19 würde ich auch gerne, die Peristeri Cave. Und dein Wunsch war ja dann die Dima Caves. Das ist die 20. Das genau. Ist hier und Akro Korinth ist hier oben. Dann haben wir unsere... Favorites gesetzt und ich denke, wenn wir hier von Nafplio kommen, die Küste rundfahren, mit verschiedenen Schlenkern dann halt, Metana und dann zum Schluss hier oben bei Korinth. Und die anderen Sachen können wir uns ja nach der Tagesplanung anschauen, was wir davon noch mitnehmen möchten und was nicht. Soweit der Plan. Wenn sie will, darfst du hier 90 fahren. Auf Arsch. Ja, leider mit der Kamera zu spät gewesen. Wir vermuten,
was wir gerade unseren ersten Schakal gesehen haben. Der Weg zu unserem Stellplatz. Ich denke mal, da haben wir doch einen schönen Platz für die Nacht gefunden. So, heute schnelle Küche. Erst Kartoffeln von gestern in einem Rote-Bete-Sud mit einem pochierten Ei dabei und einem Salat. Guten Appetit. Danke gleichfalls. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Nafplio. Das soll ein sehr schönes kleines Städtchen sein mit byzantinischen, venezianischen und türkischen Einflüssen in der Architektur. Ich bin gespannt. Ja, und wir werden da auch einen Burgerladen aufsuchen, habe ich gehört. Mamas Burger. Ja, werden wir uns mal seit langem wieder einen Burger gönnen. Fast Food, yeah. Ja, und wie immer holen wir euch mit. Bis später. Ein bisschen abseits vom Hafen. Hier stehen ganz viele Wohnmobile. Ich denke, wir werden hier auch über Nacht bleiben. So, wir haben uns jetzt mal aufgemacht, uns Nafplio anzugucken. Wir werden jetzt mal erstmal an der Promenade etwas hinlang gehen und werden uns dann die Altstadt angucken. Eine Challenge für die Hunde nach so viel Wildlife. Kleine Verschnaufpause und dann gehen wir unseren Burger essen. Dankeschön.
Wir sind am Palamidi Castle und jetzt gucken wir uns mal die alten Steine an. Das hat sich gelohnt. Das ist eine Riesenanlage. Ich bin froh, dass wir doch mit dem Auto hier hochgefahren sind und nicht die 999 Stufen von Nafplio hier hochgestiefelt sind, weil hier oben läuft man noch genug. Aber durchaus sehenswert. Ja, definitiv. Für Liebhaber alter Steine auf jeden Fall empfehlenswert. Guten Morgen. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Gascenter hier in Nafplio. Uns ist nämlich gestern beim Kochen die Gasflasche leer gegangen. Wir werden da parken und uns dann den Wochenmarkt von Nafplio noch angucken. Jo, im Anschluss wollen wir dann noch den Unimog waschen lassen, weil dieses Stehen am Meer mit dem ganzen Salzwasser ist halt nicht so cool für die Karosserie. Und danach werden wir uns mal einen Kletterspot hier angucken, gegebenenfalls da auch einen Stellplatz suchen. Weil ja, hier beim Hafen ist schon nett, aber es ist echt viel los. Und auch wenn ich im letzten Video gesagt habe, wie clean Griechenland ist, hier ist jede Menge Müll. So, wir sind jetzt in Nafplio auf dem Markt. Die Gasflasche haben wir weggebracht. Die soll heute Nachmittag um 3 Uhr gefüllt sein. Ja, jetzt schauen wir, wir brauchen noch ein ganz klein bisschen Gemüse. Das werden wir jetzt hier kaufen. Ja.
Yes, I like for it. Him. So, 1.5. 1.5? Markt fertig, nach einer kleinen Besorgung gemacht. War ganz schön busy. Und für mich heute fast ein bisschen zu viel. Weil ich eh heute irgendwie nicht ganz so auf Dampfer bin. Schönen guten Morgen. Wir sind jetzt in Didyma angekommen, da auch der gleichnamige Cave ist. Haben jetzt hier ein bisschen außerhalb vom Ort geparkt und werden jetzt noch einen Supermarkt aufsuchen und danach geht's dann zum Cave. Zufahrt für uns nicht erlaubt, deswegen sind wir zu Fuß unterwegs. Und da hinten wollen wir gleich hin. So, alles bekommen, was wir wollten und noch viel mehr. Also ich suche ja jetzt schon seit einigen Wochen nach einer neuen Lesebrille in vielen größeren Orten und kleineren Orten. Aber jetzt hier im Mini-Ort in der Apotheke hat Steffi beim Vorbeigehen gesehen, dass sie Lesebrillen haben. Jetzt habe ich auch endlich mal wieder eine vernünftige Lesebrille, wo beide Bügel auch noch richtig funktionieren. Schön. Jetzt schmeißen wir den Motor wieder an und gucken uns den Cave an. Ab in die Cave. Das ist abgefahren, ja. Ja. Kitke, alles gut. Kit hat uns ein bisschen gewissert, nicht geheuer. Ja, hier ist dann der sportlichere Zugang. Es gibt hier zwei Caves, einen kleineren mit einer Kapelle oder mit einer Kirche unten drin und einen größeren. Wir sind jetzt erstmal in dem kleineren und schauen uns hier mal ein bisschen um. Irgendwie ist hier unten eine absolute Frühlingsstimmung. Die Vögel sind super laut am Zwitschern.
und man sieht die ersten zarten Blüten an den Bäumen. Ja, wir sind jetzt schon hier im Krater drin. Dann gibt es einen Weg, der scheint hier einmal im Kreis zu führen. Auf dem Weg zu dem großen Cave. Sind mal gespannt, wie es da aussieht. Der kleine Cave hatte eine ganz merkwürdige Stimmung. Irgendwie ganz komisch. So ein bisschen bedrückend da unten drin. Die Hunde hatten auch irgendwie reagiert, waren ultra nervös. Ja, ganz seltsam. Schauen wir jetzt mal, wie es in dem großen ist. Irgendwie liegen hier auch überall tote Vögel rum. Ich habe schon einen zweiten gesehen in kurzer Zeit. Letzte Nacht haben wir auf einem recht großen Schotterparkplatz direkt neben der Straße verbracht. Vom Verkehr her, es war ruhig, wir konnten gut schlafen. Das Einzige, was ein bisschen doof war, gestern Abend als auch heute Morgen ab 7 Uhr, waren da Jäger, die mit Schrot durch die Gegend geballert haben und es auch teilweise ganz witzig fanden, einfach in die Luft zu schießen und dann sind die Schrotkugeln von oben auf den Unimog gerieselt. Wobei man sagen muss, jetzt wo wir hier stehen, genau wo der Mock drauf steht, liegt auch ein ganzer Herd Schrotmunition. Ja, aber bis wir mal raus hatten, was dieses Klickgeräusch war. Aber gut. Auf dem Spaziergang eben zum großen Cave haben wir dann einen echt idyllischen Platz gefunden, wo wir die heutige Nacht verbringen. Und hier sind wir. Wir hatten eine ruhige, entspannte Nacht direkt unterhalb von dem großen Cave der Didymar-Höhlen. Und werden uns jetzt heute aber weitermachen und zwar mal wieder einen Lost Place besuchen. Aber das seht ihr dann nächste Woche. Wenn euch unser Video gefallen hat, vergesst nicht, Daumen hoch, Kanal abonnieren und bis dann!